Ich renne jetzt rum und mache hier Bäume. Ja, der Anfang ist natürlich von Sky Factory immer so ein bisschen, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen. Es geht ja tatsächlich darum, dass es sich halt auch ein bisschen zieht. Ne? Ich meine, in Minecraft rennst du halt mit der Spitzhacke irgendwie. Ich meine, Holzspitzhacke baust du ja nur, um die ersten drei Steine abzubauen. Dann schmeißt du die auch erstmal weg. Genau. Dann rennst du irgendwie durch ein oder zwei Höhlensysteme durch. Und dann kommst du erstmal mit 5000 Eisen oder so wieder angelaufen. Ja, ich meine, natürlich, das grobe Konzept dahinter ist schon klar. Und ich finde es auch eigentlich ziemlich gut. Das muss ich ernsthaft sagen. Und da wir ja hier keine andere Möglichkeit haben, Erze zu generieren, es gibt schon eine, aber die ist noch sehr viel komplizierter, als durch dieses Sieb oder später halt eben auch das automatisierte Sieb, sind wir ja auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, und können nicht einfach irgendwie schneller Hintereisen produzieren. Wir können natürlich mehrere automatische Siebstationen aufbauen, das geht, aber es bleibt trotzdem immer wenig, was wir kriegen. Und dadurch muss man sich halt ständig überlegen, so welche Ressource setze ich wo ein? Lohnt sich das? Können wir das überhaupt noch leisten, X oder Y zu bauen? Und deswegen ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie da die Mods so miteinander spielen. Und deswegen ist es, wie heißt das, Mystical Seeds zum Beispiel. Abgesehen davon, dass es irgendwie eine halbe Ewigkeit dauert. Da frage ich mich halt, baust du dann halt Blumen, die produzieren die alle möglichen Ressourcen. Und wenn du Eisenblumen hast, dann kannst du dir einfach unfassbar viel Eisenerz mit diesen Dingern machen. Da weiß ich halt nicht so, das ist halt. Ja, keine Ahnung. Einerseits dauert es halt ewig, wo man sagen kann, ist ja auch wieder fair. Andererseits, wenn sie dann mal hast, ne? Also ich habe in meiner Testwelt, habe ich also auch legal erspielt, dann irgendwie so ein Feld an Redstone-Blumen gehabt. Und damit hast du einfach beiläufig mal irgendwie 5000 Redstone. Die sind dann einfach da. Cobblestone hat sich gelabert. Ja, der ist schon eine ganze Weile zu Lava geworden. Im Moment haben wir nur leider das Problem, ich brauche mehr Erde. Das Problem, das man hier irgendwie immer hat, ne? Ich gebe mir richtig Mühe. Ich hau die drüben ja wie ein Weltmeister, aber kommt halt nichts bei rum, ne? Ich laufe dir hier nochmal die Bäume warm. Moment. Danke sehr. So etwas finde ich immer sehr gut. Ich glaube, ich muss wieder twerken. Also manchmal sprießen die ja wie bekloppt. Eigentlich sollte es laut Beschreibung nur gehen, wenn man sprintet. Aber offensichtlich ist die Beschreibung nicht zu 100% korrekt. Wenn ich jetzt hier einfach nur so rumlaufe, dann rappeln die auf einmal los. Vergiss nicht, mir die Saplings zu geben, die dabei rausfallen, ne? Ich hab. Falls du mal aus Versehen welche Ja, einsammelst. ich leg die dann immer in diese gute Kiste. Du könntest ja mit diesem Rubber Sapling mal kurz aufplustern. Warte, ich mach das mal gerade. Hab ich so eine Krug? Ich baue mir mal eine Krug. Dann pluste ich nämlich jetzt hier mal so ein Rubber Sapling auf. Alter, also, komischer Kupfer. Weg damit. So. Flupp. Hat natürlich nicht geklappt. Ich brauche mehr von diesem komischen Bonil. So, dann kann ich den schon mal vermehren. Ist passt. Wo ist das hingeflogen? Da. So. Also ich gebe dir mal diese Krug, die ich noch habe. Die brauchst du ja häufiger als ich. Das ist sehr nett von dir. So, jetzt haben wir nämlich Raw Rubber. Und mit Raw Rubber, abgesehen von Pistons und aus irgendwelchen Gründen auch Fackeln, was ich bis heute nicht verstanden habe, aber es geht. Es riecht nur unangenehm. riecht nun dann gedehnt, genau. Können wir auch Rubber Bars machen. Und mit denen können wir dann nämlich mit einem Eisen und zwei Redstone direkt diesen Konvejeurbelt, das Förderband, bauen. Was heißt, wir könnten es theoretisch direkt jetzt bauen. So, das heißt, wir könnten jetzt bereits eine hocheffiziente, auch vollautomatisierte Mobfarm machen.
Ja, man merkt direkt, wir sind sehr kriegsorientiert. Nein, nein, also wir sind Wir schon können ziemlich. jetzt natürlich einfach, naja, uns darauf fokussieren, irgendwie industriell weiterzukommen, oder wir bauen eine Vernichtungsanlage. Das Problem ist, du musst dann die Sachen, die dann droppen, natürlich auch irgendwie einsammeln. Und das ist immer das Problem. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach jetzt diese Spikes reingebaut hätte, könnte ich ja theoretisch machen, wenn ich jetzt auf dem Fußboden so einen Spike baue. Die rennen ja irgendwann rein, sind alle tot. So, dann komme ich halt hier ab und zu mal an, sammle die Sachen ein und gehe wieder. Natürlich maximal halb so lustig. Außerdem levelt dann natürlich meine Sache nicht. Ich habe einen Enderman-Kopf bekommen. Und schon wieder so ein Witch-Hat. Kann ich eigentlich aufsetzen? Ja, geht offensichtlich. Und wieder eine Loot-Bag. Das ist immer das Schönste am Bauen. Deswegen machen wir den ganzen Mist hier ja eigentlich auch. Und es sind drei Eisenbarren drin, eine Eisenhose und ein Safari-Netz. Ach, geil, endlich. Wir haben den Eimer aus einem Mob geprügelt. Danke, Mob. Du wirst uns immer in guter Erinnerung bleiben. Ich weiß ja nicht, welcher es war, aber irgendeiner hat ihn gedroppt. Und der wird uns in Erinnerung bleiben. So, beachten Sie nun, wie ich den heiligen Eimer der Eimrigkeit produziere. Füll ihn bitte nicht sofort mit Lava auf. Nein, ich dachte eigentlich eher mit Wasser. Da, 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 da. So, ich schmeiß ihn jetzt hier irgendwo runter. Moment. Also, möchtest du einen Hut, einen Hexenhut zum Aufsetzen haben? Oh, kann ich den aufsetzen? Ich habe ihn mir eben schon angeguckt, aber. Ja, ich habe nämlich noch einen zweiten. Oh, ich sehe, dieses Safari-Netz hat tatsächlich einen Mob drin, aber welcher steht da nicht? Spitze. Keine Scheiße. Mit dem Schleim noch, der vorne rausguckt. Brillant. Lass dich mal angucken, lächeln Sie mal in die Kamera. Hey, Nee, das sieht du aus hast wie. einen Enderman auf dem Kopf. Was? Wie? Was? Ich habe einen Enderman auf dem Kopf? Ach. Das sieht irgendwie ziemlich albern aus. Was machen wir denn jetzt mit dem Wasser? Ich bin so Ja, wir machen ganz viel durcheinander. Cobblestone. Ich würde sagen, wir machen erstmal so eine von diesen unendlichen Wasserquellen. Ah ja, hast haben wir jetzt, ja. Also ich werde erstmal diesen Eimer in diese Kiste legen, für den Fall, dass ich mich jetzt aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen irgendwo runterstürzen sollte. Und dann mache ich eine von diesen lustigen, unendlichen Wasserquellen. Ach komm, wir haben es ja. Wir machen es auch gleich schön. Ich hatte nämlich gerade eben wieder eingefallen, dass wir ja in einem Eisbiom sind und da könnte das ja möglicherweise schneien. So, die haben wir auch. Tu die doch einfach mal hier rein. Ich mach's dann schön und er baut erst so einen hässlichen Kasten dahin, ja. Ich mag hässliche Kästen. Ich kann auch schön, Ich baue das jetzt schön. aber für schön bräuchte ich ein Jetpack. Ohne mein Jetpack kann ich das nicht. Das Doofe ist, dass ich natürlich erstmal alles wieder hier abbauen muss. Und immer Musst du mit auch nicht? Nee, Shift. da kannst du einen Raum draus machen. Kannst auch, keine Ahnung. Aber ich wollte jetzt hier Klohäuschen. das Wasser hinbauen. Ich bin nicht so flexibel, dass ich jetzt umbauen kann. Aber ich baue nicht alles ab. Ich baue jetzt einfach Differenz bauen. Genau. Ich baue nur das weg, was kein Mensch braucht. Es ist echt, das so ohne Axt ist das alles schon so nur medium lustig. Zumal du das auch wieder aus Blöcken gebaut hast, wo wieder Mobs drauf spawnen können. Das ist wahr, aber wir haben doch Fackeln. Das ist richtig. So. Das hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, was ich eigentlich wollte. Wir brauchen in der Mitte. Brauchen wir Zeug. Und darum anderes Zeug. Alles klar. Also mit den Fackeln ist vielleicht gar nicht mehr so blöd. Ich glaube, das mache ich.
Stimmt, das sieht auch gleich viel hübscher aus mit diesen Fackeln so. Ah, so sieht das hier aus. Mein Gott, die Gegend kam mir gleich so bekannt vor. Vergessen, wie ich das jetzt bauen wollte. Aber egal. So, ich wollte die Details nicht aufhalten lassen. Warum habe ich das jetzt 3 breit gemacht? Ich mache es jetzt einfach 4 breit, dann denken alle, es wäre geplant gewesen. Okay, sieht jetzt ganz anders aus, als ich das in meinem Kopf ursprünglich geplant habe, aber man muss ja auch flexibel sein bei sowas. Oder so ähnlich. Das ist jetzt einmal zu viel. Was? Was tut dieser Verrückte? Und warum? Und werden wir dafür Geld kriegen? Nein. Ich hätte gern Geld. Nicht. Werden erst 1 Million Viewer oder so bezahlt. Also fleißig spenden, bitte. Ja, like this is ever going to happen. Es gibt ja tatsächlich, habe ich von einem Kumpel gelernt, da geht es um Netzwerke. Es gibt die legalen Netzwerke, da kannst du halt einfach beitreten. Und dann, also die geben dir nicht irgendwie Geld oder so, sondern die vermitteln einfach nur, dass du sagst, hier, guck mal, wir machen mal ein bisschen Werbung für den. Und dann, ja, bist du halt auf einmal bekannter, hast dann dadurch mehr Leute. Es gibt aber auch tatsächlich Netzwerke, denen gibst du einfach Geld und die engagieren dann einfach Leute, die deine Videos anklicken. Ich weiß nicht, ob das wirklich echte Leute sind oder ob die das auch maschinell machen. Aber es gibt tatsächlich so einige Leute, die damit ihre Zahlen nach oben treiben. Machst du jetzt mal den Brunnen? Ich brauche Wasser. Eins nach dem anderen, ja. Oh mein Gott, ich mache halt den Brunnen. Moment. Wie er immer wieder hetzt. Tut mir ja leid. Aber wenn du unbedingt schön machen möchtest, gibt da Leute, die haben was zu tun. Leute, die müssen hier arbeiten. Der König zum Beispiel, der muss sein gesamtes königliches Dings muss er auffüllen. So, gib's mir mal einen Eimer mit Wasser. Danke. Wie komme ich jetzt denn da hoch? Werfe ich jetzt irgendwo runter? Das wäre sehr schlecht. Das ist nämlich der einzige Wassereimer, den wir besitzen. Auf der Welt. Auf der Welt ist sogar tatsächlich korrekt. Es gibt nur diesen. Oh, er friert schon ein. Ich muss schneller bauen. Gefrorenes Wasser ist schlecht. Das ist in der Tat richtig, ja. Wasser gefriert nicht, wenn Feuer daneben ist, eine Fackel? Wasser wird von Fackeln wieder aufgetaut, ja. Aber es gefriert auch nicht, wenn Dach drüber ist. Deswegen das Dach. Das ist jetzt nicht nur zur Belustigung da. Da müssen nämlich nur noch Fackeln drauf. Ich gerade gesehen. So. Was hatten wir gelernt? Ups. Einfach nur irgendwo was buddeln kann böse enden. So, da stehen wir jetzt einfach noch. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Das mit dem Auftauen klappt nicht so gut. Wo hast du denn was tiefgefroren? Hier. Wo ist denn hier? Ach da. Ach, du produzierst, was zur Hölle machst du da?
Ach so, ich verstehe, was du vorhast. Du wolltest eine Pflanze bauen. Ja. So, jetzt ist eine Fackel daneben, jetzt hör gefälligst auf einzufrieren. Hör mal auf, hier rumzueisen. So, keine Art, so. Wer hat ein Dach, tut's auch. Ich sehe, habe gerade gesehen, dass du auf den Boden pinkelst. Was? Gott, meine mächtige Hand! Es tut mir leid! Das wollte ich nicht. Aber es Gott, ist. meine mächtige Hand. Es ist, glaube ich, weil ich. Ich werde es niemals schaffen, hier hochzukommen. Es ist, glaube ich, weil ich jetzt ein Item in der Hand hatte. So ganz habe ich die Logik dahinter noch nicht durchschaut. So, ich bin wieder auf dem Dach, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Also anscheinend, wenn du irgendwie eine Holzplanke oder so in der Hand hast, dann wird das als echt mächtiges Werkzeug gewertet, das in der Lage ist, die Welt zu zerstören. Bin ja auch gerade ganz vorsichtig beim Abbauen, ich traue der Sache nicht. Ich will nicht riskieren, dass hier auf einmal das Universum verschwindet. Das Universum, wie wir es kennen. So, darauf ein Apfel. Ist irgendwie nicht sonderlich symmetrisch, merke ich gerade. 4 ist jetzt auch keine so wirklich gut teilbare Zahl, ne? Müssen wir improvisieren. So, muss mal an. Das ist unser hochheiliger Wassertempel des Wassers. Nicht schlecht. Für eben mal hin improvisiert, ganz okay. Muss gerade mal gucken, was du da hinten gebaut hast. Aber erstmal die Monsterdinger wieder anhängen. Wir wollen uns ja irgendwas von irgendwas ernähren. Was gibt's da Schöneres als das gute Zombie-Fleisch? Es ist ein sehr einsames und nicht ganz ungefährliches, ungefährlicher Garten. Oder er funktioniert, also. Ja, er würde, glaube ich, besser funktionieren, wenn die Sachen nicht rechts und links runterfallen. Oder da kommt ja noch was hin. Ich wollte es erstmal wachsen lassen. Du brauchst dafür einen ultimativen Gegenstand, den ich jetzt sofort für dich bauen werde. Bohnenmehl? Besser. Besser als Bohnenmehl. Mehr Bohnenmehl. Richtig. Wir brauchen Cobblestone dafür. Wir brauchen 3 oder 4. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Es geht auch mit Eisen. Oh, sie haben tatsächlich das Rezept geändert. Okay, man braucht tatsächlich 4 Eisen dafür. Dann wird es sich noch ein bisschen hinziehen. 4 Eisen haben wir gerade nicht über. Guck mal, jetzt macht die Hand wieder nichts, ne? Wenn ich was. Genau, sobald ich irgendwas in die Hand nehme, lege ich die hier los. Das ist ja schon gefährlich. Wie mache ich jetzt hier unendlich viel Cobblestone draus? Ach so, stimmt. Das ist natürlich auch eine Sache, die bietet sich jetzt an, mal zu machen. Ne? Ich repariere noch ganz kurz das Ding, das ich hier gerade zerstückelt habe. So, zunächst einmal brauchen wir eine lavasichere Zone. Das bietet sich immer an, wenn man nicht will, dass alles verbrennt. Also hier oben nicht, also generell so eine Lava. Wir sollten vielleicht erst dafür einen Raum bauen, wo wir das auch alles hinbauen. Was hältst du davon? Ja, was soll der Raum sein? Also nicht aus Holz. Dann haben wir ein Problem. Was sagt denn unser Materialvorrat? Was könnten wir denn da noch nehmen? Mehr Holz. Holz. Gut, dann gibt es einen kleinen Trick. Was nämlich auch nicht brennt, ja, sind Crafting Tables. Übrigens, guck mal hier. Oh, hast du den hergezaubert?
aus meinem Arsch. Was da so drin steckt, man glaubt's ja nicht. Chronische Objekte ziemlich häufig. Ich will's nicht wissen. Lalalala. Yay, einen neuen Sprotze sieht. So, das hatte ich gesagt. Mit wir bräuchten in einem Moment, wenn du hier mal kurz nichts pflasterst, dass wir das kurz ausnutzen können, um einen gekoppelten Stone-Generator zu bauen. So. Wir nutzen jetzt die mächtige Minecraft-Physik aus. So, da kommt dann gleich die Lava rein. So, aber wenn ich jetzt... Ist jetzt mit einem Timer und der Fußboden unter... Ach, warum sollte das passieren? Siehst du? Total safe. halt kurz... Okay, ich hätte vielleicht auch... Bevor ich das Da! Überraschend kraftig, Davids aus dem Nichts. So, und das ist natürlich auch alles völliger Blödsinn, was ich hier mir zusammenbaue. So, du kommst da raus. Ich bin ein verwirrter alter Mann. So. Jetzt machen wir es aber richtig. 34. Versuch. So, das kommt. Kommt das jetzt schon wieder? Das kommt weg. Jetzt machen wir es richtig. Also, wenn man zwei Sachen gleichzeitig macht, dann macht man beide falsch. So, wir müssen da jetzt. Also, die Lava kommt jetzt hier raus, fließt hier, dann wird hier zu Cobblestone. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir da es hinkriegen, dass hier sich jetzt Wasser befindet. Und zwar warte mal, eine Höhe muss ich noch. So, das wollte ich nämlich eigentlich eben noch machen, als ich so verwirrt vor mich hin irgendwas getackert habe. So, da haben wir ja gelernt, wie man das Ganze viel schneller abbauen kann. Jetzt packen wir das hier mit dem Crafting Table weg und... Wupp. Das war ja einfach. So, dieses Ding muss jetzt noch irgendwo reinfließen, das Wasser. Auch das ist wichtig. Dazu nutzen wir die mögliche Fähigkeit des Lochs. Ach, und was ich auch mal ganz schmerzhaft gelernt habe... Mhm. Jetzt habe ich natürlich auch schon das zugebaut, aber kein Problem. Das können wir ja nachbauen. Ich hatte ja erwähnt, dass wir uns hier in einem kalten Biom befinden. Jo. Das heißt, es schneit. Und wenn Wasser gefriert, dann wird die Lava nicht mehr zu Cobblestone, sondern fließt runter und brennt alles weg. Das ist sehr schlecht, wenn das passiert. Ja. So, bitte beachte, dass hier jetzt ein Loch ist, dass ich gleich mit Wasser füllen werde, nicht, dass du da reintrudelst. So, haben wir eigentlich schon eine Spitzhacke? Nein. Wir haben keine Spitzhacke. Sollten wir das vielleicht bauen? Was brauchen wir für eine Spitzhacke? Sie geht aus Stone und Flint. Das ist jetzt sehr hilfreich. Nicht. Wir bräuchten Flint. Dazu brauchen wir einen Gravel für. Dafür bräuchten wir einen Stone. Dazu bräuchten wir Erde. Baum. Geh halt weg. Was machen. Also zunächst einmal den Eimer, den du ja wieder in die Kiste gelegt hast, damit du nicht versehentlich irgendwie runterläufst. Genau den Eimer. Dann werde ich jetzt erstmal das Wasser platzieren. Flupp, das fließt durchs Loch. Wie gehabt. So, ich glaube, ich werde das Loch jetzt auch mal verschließen, damit da keine Unfälle passieren. Wir machen das am schlauesten. Ich schwimme einfach runter. So. So, kurz mal bauen. Ist ja alles ganz sicher hier. Man darf halt nur nicht ersticken. Das ist das einzige Risiko, das man hat. Und man kann natürlich runterfallen und sterben, aber das ist das andere Problem. Ich glaube, wir fluten gerade das Nichts und irgendwann kommt es hoch und ertränkt uns. Das finde ich ganz so scheiße, die ihr immer runtergeschickt habt, ihr Arschlöcher. So, jetzt bräuchten wir halt wirklich eine Spitzhacke. Ich arbeite dran. Hast du noch was vorbereitet, ja? Ja.
Wir können sie halt einfach aus Cobblestone bauen, die Spitzhacke. Das ist, glaube ich, das Allereinfachste. Ich überlege gerade Flint. Ah, oh, wir kommen bei Flint, da müssen wir Steine zerreiben. Oder wir nehmen einfach den Stein. Nee, ich wäre schon dafür, dass wir die mit Flint machen. Warum? Ja, es ist Wir leichter werden zu danach machen. unendlich viele Steine haben. Es wäre viel schlauer, sie mit Steinen zu machen. Na gut. So, ich mache nochmal diese, wo ist er? Papier, genau. Wir hatten nämlich Papier irgendwo bekommen. Dann machen wir sie gleich richtig. Aber wir brauchen mehr Stein. Genau einen einzigen Stein brauchen wir. Sehr gute Arbeit. Cannot be used to make a tool. Irgendwas wollen sie uns sagen. Aber ich komme nicht drauf, was das ist. Maybe that it cannot be used to make a tool. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe überlegt, ich mache doch Gravel draus. Wieso liegen? Ja, da ist noch frei. So, und diesen Gravel werde ich jetzt einfach so lange zerkleinern, bis er mir den Flint freiwillig rausrückt. Dann muss man den schaufeln, damit das passiert. Geht das mit dem Twerken eigentlich auch bei, sagen wir mal, Getreide? Nee, dafür gab es dieses Ding, das ich dir eben bauen wollte, das wir dann doch nicht bauen konnten, weil ich festgestellt habe, dass wir es das nicht bauen können. Was wäre es denn gewesen? Eine Gießkanne. Ja. Oh.